Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Survive Fallout 4. Ich habe hier nur abgespeichert. So, folgendes, ich habe die Mod mal deaktiviert. Und siehe da, ja, es läuft flüssiger. Oder weil es Nacht ist, kann auch sein. Landscape, New Landscape nennt sich die Mod, die ich vorher drauf hatte. Komischerweise, warum sollte die ruckeln und bei der anderen Mod nicht, die das Gras so in die Höhe schießen lässt, so 10 Meter hoch mit Blümchen? Hier Keine Ahnung. draußen ist es ruhig. Ja, zu ruhig, ne? Was habe ich denn? Wir müssen Silver Shroud. Und was wird mir auf der Karte hier alles angezeigt? Ach, das ist immer noch hier. Nee, die töten wir nicht. Wir gehen jetzt hier hin. Good Zu neighbor. ruhig. Ja. Oh Mann, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich muss mir einen extra Wegpunkt da noch hinmachen, das verwirrt mich sonst. Ja, aber wie? Ach, ist ja egal. Wir werden schon hinfinden. Wir haben Hunger. Haben wir denn was noch? Ansonsten muss ich doch mit, glaube ich. Ich hätte auch mal irgendwo kochen können, Mensch. Wir haben Meierlöckkuchen noch. Und Ribeye-Steak haben wir. Oh, gereicht. Wir sind müde. Nuka-Cola. So. Klar, das war wohl klar. Alles ruhig hier. Ja, alles ruhig. Gott sei Dank haben wir gespeichert. Ich hatte nämlich schon Angst, wenn ich nämlich sterbe, müssen wir wieder alles von vorne machen. Und ich war so froh im letzten Part, dass ich nach wirklich, es waren. Ungelogen, ich habe es 30, 40 Mal offline versucht. Aber nicht mit der Schrotflinte, sondern mit dem Scharfschützengewehr, mit dem anderen. Und Drogen. Ich war irgendwie zu blöd, ich habe es nicht geschafft. Ach, wir können da drüber kommen. Ja, nur ich nicht. Ich bin zu blöd für die Leiter. Es war wirklich. Entweder bin ich gestorben oder halt Kent. Aber gut, ich bin diesmal nach vorne gedrescht mit der Flinte. Da ging das. Ah, komm mit. Da können wir auch mal hin. Aber jetzt nicht. Ja, gehen wir weiter. Railroad oder Freedom Trail. Das hat was mit Railroad zu tun, glaube ich. Manch hätte ich mal irgendwie mitbekommen. Egal. Wir haben es bald geschafft. Zwischenfälle. Kann man nicht hier durch? Ich glaube doch. Also wirklich, vielleicht hat dieses Ruckeln was mit der Mod zu tun gehabt, weil die andere Mod war eigentlich. Okay, wo laufe ich denn hin? Hier, ich laufe wieder. Schon an. Da sind wir ja schon. Ich will hier rein. Mist. Was zum Teufel war das? Oh je, Red-Kakerlaken.
weniger lustig. Beobachtet. Oh je. Wir teilen das alles, nicht wahr? Ja. Spielchen mit mir spielen, was? Kampfgewehr. 45er. Nee, mein Gut Glück nimmt ja 45er, dann brauche ich das nicht. Oder? Bunsenbrenner kann ich jetzt auch nicht mitschleppen. Dich nicht verstecken. Ich versteck mich nicht. Ich will sehen. Spawnmütze. Ich bin falsch abgebogen. Ja, falsch abgebogen. So, Dogmeat. Wir sind gleich zu Hause, also nicht zu Hause, aber wir sind da, wo wir hin wollen. Schlafen. Erst reden wir natürlich mit Hancock. Und ich weiß nicht, sollen wir die Lagerhäuser machen? Die Lager. Das könnt ihr mir ja mal sagen. Wollt ihr, dass wir die Lagerhäuser machen mit MacReady? Was uns der Barkeeper, ich habe den Namen vergessen. Gut, wie ist der gut sowieso? Das ist aufgetragen. Nennst du eine Knarre? Was? Das nennt sich. Nee, das ist. Ich bin wirklich zu blöd heute. Eieiei. Ich laufe besser so hier drin. Oh. Hey, ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein Liebhaber und ein Kämpfer. Verstehst du? Hey. Ich brauche Zeit, mich zu erholen, okay? Es ist vollbracht. Der gefürchtete Sinjin ist Geschichte. Ganz allein hast du den großen, bösen Sinjin erledigt. Dann tanzen wir weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Gibt es noch mehr zu tun? Du hast schon mehr als genug getan. Ah, Kent, Kumpel. Warum das lange Gesicht? Du hast doch, was du wolltest. Ich wurde gefoltert. Bin fast draufgegangen. Das ist ganz anders als in den Hörspielen. Hey, wir wurden doch alle schon mal gefoltert. Wer gegen das Böse kämpft, der trägt eben immer ein paar Narben davon. Kommt schon. Good Neighbor ist jetzt dank euch beiden ein wenig sicherer. Nach allem, was wir erreicht haben, hättest du irgendetwas anders gemacht, Kent? Nein. Das heißt, vielleicht hätte ich die Tür abgeschlossen. Ich brauche etwas Zeit. Zum Heilen, weißt du? Aber danach habe ich ein spezielles Projekt im Auge. Nur für dich. Ich schalte meinen Radiosender wieder ein, wenn ich Fortschritte machen sollte. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merk dir das. Gut. Wir sind jetzt überladen. Hey! Brauchst du? Ja, hier, nimm mal irgendwas hier. Oh, du bist auch voll bis oben. Das heißt, dann wohl. Was? Ich
muss was essen. Aber was? Habe ich Buffout? Oh, so viele. Schnell, schnell ins Hotel. Vielleicht schaue ich nachher mal in der Höhle der Erinnerungen vorbei. Mach das, interessiert mich nicht. Apropos, da könnten wir auch mal vorbeigehen. Aber erstmal würde ich sagen, schlaf ich. Hier. Darum. Ja? Willst du zeuglos werden? Nein, will ich jetzt nicht. Nein, das brauche ich alles selber. Brauchst du ein Zimmer? Okay. Ganz oben, langer Gang. Letzter Raum auf der rechten Seite. Gut, ganz oben, langer Gang, wie immer, unser Zimmer. Schnell, bevor ich schleiche und wieder überfüllt bin hier. So. Mein Bett. Schlafen wir mal 11 Stunden. Da haben wir mittags am nächsten Tag. Und dann gehen wir mal in diese. Da, wo Kent ist. Ich hab's vergessen, wie heißt denn das? Ich muss auch was trinken. Oh, ich habe 300. Ja, normal bin ich überladen. Wir müssen auch was backen, also was braten. Ach komm, Bierchen. Und Eichhörnchen am Stiel. So. Willst du ein Zimmer? Habe ich schon, danke. Aha. Hat sie wenigstens was zu tun und geht mir nicht auf die Nerven. Danke, danke. So. Dann würde ich sagen, er macht gerade Platz. Warst du schon mal im Kill or Be Killed? Haben da echt nette Waffen. Bei dir sieht das so einfach aus. So kann ich nichts machen. Braten. Was haben wir noch? Köterkeulen. Und Stechflügel. Und Jaoguai-Rippchen. Hat Dogmeat eigentlich noch etwas? Wo ist er jetzt? Dogmeat. Stellen, Goodneighbor, keine Fragen. Ist für alle besser so. Nö, der hat schon fertige Sachen. Dogmeat, kannst du vielleicht noch was nehmen? Bier kannst du nehmen. Und das. Okay. So, dann gehen wir mal hier Höhle der Erinnerung. Skolais. Wednesday. Oh. Bla bla. Schleppst ja einiges mit dir rum. Verkauf lieber. Nein, ich verkaufe nichts. Ich brauche das zum Bauen. So. Kann ich mit ihr nochmal reden? Hey! Du kannst Nick Valentine vertrauen. Er wird deinen Sohn finden. Das weiß ich einfach. Hab ich
Hey, gesagt. Ich bin besoffen. Okay. Es tut mir leid, dass dein erster Besuch hier so... Naja, ich kann nur sagen, du bist verdammt tapfer. Okay, gehen wir nach Kent. Wo war der Bursche jetzt? Ich hab's vergessen. Du, hi. Ich habe darüber nachgedacht, was du und Hancock gesagt haben. Ich kann nicht aufgeben, aber ich bin kein Kämpfer. Vielleicht kann ich ja wenigstens etwas tüfteln. Dein Short-Kostüm noch besser machen. Dann mal los. Lass mal sehen. Ich habe eine neue Splitterschutzweste, trägt man unter dem Mantel. Altes Militärzeug. Die müsstest du mal in Aktion sehen. Hey, um 15, sehr gut. Komm später wieder, okay? Ich habe noch mehr Ideen. Ja, okay. Ja. 70, also... Das ist Wahnsinn. Es ging aber schnell, sonst... musste man immer lange warten. Ja. Alkohol ist vorbei. Gegrillt haben wir. Kommt. Das heißt für uns, wir marschieren raus. Und dann beende ich den Part. Genau. Wir beenden den Part. Vor was ab? Willkommen zu Hause. Ja. Danke dir. So, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ein Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.